Ich war damals in 1998 in Neuseeland und für 4 Monate habe da auf dem Weingut gearbeitet. Und anschließend war ich in 2001 in Südafrika, auch auf dem Weingut. Und dann war der Situation, dass wir uns quasi verändern wollten, raus aus Deutschland. Und die andere Option war noch Ontario. Und aus diesen Optionen haben wir uns dann schlussendlich fürs Okanagan entschieden, weil hier damals 2003, als wir kamen, war alles noch in den Anfängen hier. Der Weinbau, der Qualitätsweinbau, der kam erst gerade so richtig ins Rollen. Und da haben wir also Chancen und großes Potenzial gesehen für uns, da als Neuanfänger zu etablieren. Den Namen 8. Generation haben wir gewählt, weil mein Mann seine Familie 1783 angefangen hat. So weit können wir es zurückverfolgen. 1783 haben die mit Weinbau in Deutschland angefangen. Und das Synonym, er ist quasi die 8. Generation von dem Winemaker. Und das ist das Synonym, wo wir dann für unseren Familienbetrieb gewählt haben. Ja. Das Okanagan ist in den letzten 10 Jahren explosionsartig gestiegen, was der Qualitätsweinbau angeht. Wo wir 2003 nach Kanada gekommen sind, gab es gerade mal 80 Weingüter und jetzt 2016 sind wir bei 225. Mein Lieblingswein ist eigentlich der Prosecco und der Prosecco haben wir 2 verschiedene. Wir haben einen weißen, der ist Chardonnay, Pinot Gris und Kerner, die Sorte. Und der Rosé, wo wir produzieren, kommt aus Pinot Noir und aus Pinot Gris, aber beide umgängliche, einfache Weine. Ich glaube, in Weinregionen kann man immer sehr gut essen. Ich glaube, das kann man weltweit sagen. In jeder Weinregion gibt es ein sehr, sehr gutes Essen. Auch weil in jeder Weinregion die anderen Sachen auch gleichzeitig wachsen. Es wachsen die Pfirsiche, es wachsen die Aprikosen, es wachsen die Mandeln, es wachsen Oliven oder sonst irgendwas. Da sind die lokalen Köche, die lokalen Restaurants sind natürlich darauf bedacht, lokal zu essen, zuzubereiten und wirklich die Finessen, was gerade lokal auf dem Markt zu kriegen ist, auch zuzubereiten. Im Sommer habe ich den See vor der Haustür und im Winter habe ich das Skigebiet mit 40 Minuten Anfahrtszeit auch wiederum weg. Also ich denke, wir können hier vor Ort ziemlich, ziemlich gut Urlaub machen. Wir sind eines von der Haupturlaubsgebiete für British Columbia und für Alberta. Da muss man schon lange suchen, um so ein Phänomen landschaftlich zu finden.